Sie Lords und Sie Ladies, heute mal ein Zuschauerwunsch. Der gute Tom hat mich gebeten, doch diesen Rewe Feine Welt Barbados Rum 8 Jahre zu testen. Mach ich doch. Über diesen Rum ist nicht so wahnsinnig viel rauszufinden, außer dass er aus Barbados kommt, 8 Jahre alt ist, in ehemaligen Bourbonfässern gereift wird und dadurch sich die süßlich-fruchtigen Aromen entwickeln. So weit, so gut, so unverbindlich. Ist ja eigentlich bei jedem Rum so, der aus der Karibik kommt. Wenn man sich weiter informiert, wie ich das getan habe, merkst du, hier in dieser feinen Flasche sind sowohl Pot als auch Column Stills drin. Also das sagt uns schon wieder englischer Rumstil, ähnlich wie auf Jamaika. Die haben nämlich auch noch ein paar Pot Stills drin. Das bringt so diesen fruchtigen Geschmack nach vorne mit vielen Estern. Und das kriegst du halt nur durch diese Pot Stills. Und dann gibt es noch Column Stills, so lange Röhren quasi, wo die Destillation durchgeführt wird. Das gibt dann einen etwas leichteren Rum. Aber das hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter nach vorne, was das hier wohl für ein feines Tröpfchen sein könnte. In einem englischsprachigen Rumforum habe ich dann gelesen, es könnte sich eventuell möglicherweise um ein Destillat der Foursquare Destillerie handeln. Durchaus möglich, die ist auf Barbados beheimatet und die Herstellerangaben von bummelig 10 Gramm pro Liter Zucker lassen darauf schließen, dass das mit dem Alter auch ganz gut hinkommt. Also hier ist schon ein bisschen Mini-Mini-Zucker drin, aber nicht durch großartige Zuckerzugabe. Das ist durchaus ein Wert, der sich vertreten lässt. Ich hatte ja neulich den Bacardi Ocho. Der hat, naja, laut Herstellerangabe ungefähr 8 Gramm. Die Schweden haben es mal gemessen mit, ja, irgendwo zwischen 12 und 14 Gramm. Also der hier befindet sich in einer guten Gesellschaft. Barbados Rums zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie jetzt kein großartiges Geschmacksprofil haben oder irgendwelche Ecken und Kanten oder sowas, sondern einfach gefällige Rums sind. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich der Kamerad hier schlägt. So, nicht verkorkt, ganz einfacher, ja, Aludeckel, schätze ich mal, ist das. Und mal gucken, wir schwenken. Ja, keine großartigen Kirchenfenster. Erwarte ich jetzt auch nicht, 8 Jahre. Ja, ist so mittelmäßig lang. Ja, ein bisschen ölig ist der. Und du merkst fruchtige Aromen. Also dieses so leicht bananige, matschige da drin. Das ist halt der englische Rumstil, wie wir ihn von Jamaika gewohnt sind. So, ich probiere mal. Haut einen nicht gleich um. Der Alkohol kommt echt sehr durch, muss man sagen. Geht nicht so locker die Kehle runter und ist auch relativ kurz am Gaumen schon schwupp weg. Für einen Barbados-Rum, ja, ist so ein Feierabend-Rum quasi. Also ist nichts Schlimmes, ist was Leichtes. Kannst du machen, ist auf jeden Fall besser als diese 0815 Supermarkt-Destillate. Also ist schon durchaus ein etwas gehobeneres Tröpfchen. Gut, der Preis ist auch in Ordnung. Was ich so gesehen habe, irgendwo zwischen 14 bis 16 Euro wird er gehandelt. Manchmal auch, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber 7,99, glaube ich nicht. Entweder ein Druckfehler, ein Versehen oder wirklich ein ganz, ganz krasses Angebot. Also für 7,99 auf jeden Fall wegnehmen. Alles andere muss sich damit durchaus auch messen. Also wenn ihr mal einen Fünfer mehr in der Tasche habt, kauft euch gerne den hier anstatt eines ganz normalen Supermarktrums. Überhaupt kein Fehler, kann ich durchaus empfehlen. Kurz im Abgang, aber es sind die normalen Supermarktrums auch. Es sei denn, da kommt so ein richtiger Hammer aus Jamaika. Aber der hier ist durchaus trinkbar. Keine Angst, ich werde den nicht wieder mit Cola mischen. So, Tom, mein Lieber, ich hoffe, das reicht dir als Vorstellung. Das war das, was ich rausgefunden habe. Wenn ihr anderen auch gerne mal einen Rum getestet haben wollt, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ich mache das und ich habe noch ein paar auf Halde. Also bis zum nächsten Rum. Tschüss.